Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7. Ich habe mir Dungeon des Zeit mal angeschaut und wir haben tatsächlich eine illusionäre Wand übersehen. Es gibt sogar zwei Stück. Die eine, die wir am Anfang übersehen haben, wäre gar nicht mal so heftig gewesen. Da wäre man mit dem fliegenden Teppich auch weitergekommen, indem wir den anderen Eingang, den wir schon gesehen hatten, benutzt hätten. Aber muss ja nicht sein. So, ich würde sagen, wir gehen doch gleich mal weiter und schauen nach, wie das ganze Ding jetzt läuft. Halt, da wollte ich lang. Ich glaube, da müssen wir gar nicht lang. Ich würde es aber trotzdem mal gerne ausprobieren. Das sollten, glaube ich, mal ein paar Drachen noch dahinter sein. Oh, und ein Flammenfeld. Okay, das war's. Dann gehen wir hier nicht lang. Ich glaube, wie gesagt, das ist gar nicht so wichtig, da hinterher hinzugehen. Außer, dass da ein paar Drachen sind zu erledigen. Wir müssen dann weiter hier lang gehen. Wieder durch diese Falle. Da hilft nur so schnell wie möglich durchrennen. Autsch. So, und ja. Diese Blitzfalle, die es hier gibt, die ist noch ziemlich heftig. Die hat ja einen von uns fast das Leben gekostet. Hier ist eine Dings. Illusionäre Wand. Und ein Gespenst. Das Gespenst greifen wir doch gleich mal an. So. Und dann geht's doch weiter. Wer hier um Hilfe ruft, habe ich immer noch keine Ahnung. Hier müssen wir ein Tor wieder aufmachen. So, jetzt würde ich ganz kurz mal auf meiner Karte schauen. Moment. Ja, genau. Wir gehen hier lang. Da geht's nämlich nochmal raus. Hier wäre nämlich der zweite Ausgang. Den, wo wir vorhin schon gesehen haben. Und deswegen, diese eine Illusion der Wand wäre gar nicht so schlimm gewesen. Wir hätten einfach hier landen können. Und dann wäre das alles erledigt gewesen. So, aber erstmal essen. Essen ist wichtig. So, dann schauen wir mal. Da haben wir noch einen schönen Brunnen. Und hier unten, da haben wir einen Zyklopen, von denen haben wir ja schon gehört. Mit dem reden wir doch mal. Was ist wegen seiner Sippe? Erzähl mal was über seine Sippe. Über deine Sippe. Hört sich doch eigentlich ganz friedlich an. Warum sollte er diesen Vater von Alko und Amada getötet haben? Ja, vielleicht deswegen. Entschuldigung. Oh, danke schön.
Magie. Ja, wissen wir, wissen wir, wissen wir. Und was für Rätsel? Ja, okay, das kennen wir ja. Was heißt, das kennen wir? Dass der Dinger hier ist, wegen dem sind wir ja auch hier. Und dass der geschützt ist, wissen wir auch. Deswegen brauchen wir ja den Ring. Okay, dann fragen wir mal wegen der Eiko und Amada. Okay, er hat also wirklich ihren Vater getötet. Magierwahnsinn, okay. So, Rache. Ja, okay. Vielleicht können wir da mal mit den zwei nochmal reden. Kleiner Moment. So, da bin ich auch wieder. Ja, was ich damit sagen wollte vorhin noch. Wir sollten mit den zwei anderen mal reden und schauen. Wer greift denn an? Ja, die Fledermaus und das Geist wahrscheinlich. Na, zwei Geister sogar. Na, dann erledige ich mal die Geister. So, sehr schön. Dann mal nichts wieder wie rein. Nichts wie rein mit uns wieder. Diesen Gang überlassen wir mal. Gehen wir mal nicht rein. Gehen wir erstmal hier rein. Hier müsste nämlich wieder genau ein Drache sein. Oder zwei Drachen sogar. Keine Ahnung. Der ist unsichtbar wahrscheinlich. Aber ein Glück finden sie den von alleine. Anscheinend. Unsichtbaren Drachen. Okay, wir haben ihn. Ein Glück können sie den von alleine finden. So, da haben wir wieder Edelsteine. Edelsteine sind immer gut zu haben. Von daher hat sich das doch ziemlich gelohnt. So, kommt mal mit. Jana soll uns, glaube ich, mal heilen. So, Dankeschön. Und, oi, guck mal. Was wir da haben. Wer kriegt denn das? Also, entweder kriegt es Iolo. Du hast es schon. Oder Shamino. Oder Sentry. Dupré. Du glaube ich nicht, du bist der Ehe-Fernkämpfer und dich lassen wir mal mit dem hier an. Wer kriegt's? Ich würde sagen, Dupré kriegt das ganze Teil hier. Der hat ja auch schon das Teil an. Was haben wir sonst noch da? Das brauchen wir nicht. Gold kommt mit. Das kommt mit. Oh, ein Schlüssel. Der kommt auch mal mit, hätte ich gesagt. Ring bleibt hier, aber das kommt mit. Das hier kommt mit. Was ist das da? Ach, das ist noch. Ist das ein Glasschwert? Ja, ein Glasschwert, geil. Noch ein Edelstein kommt mit. Der Schlüssel, den kriegt Shamino.
Ich hoffe mal, dass das klappen wird, wenn Charmino die ganzen Schlüssel hat. Und wir müssen nachher unsere Leute hier lassen. Ja, das werden wir dann sehen. Wenn ich muss halt der Avatar die Schlüssel nochmal bekommen. Und hier den Dings würde ich dir mal überlassen hier. Den könnten wir vielleicht je nachdem noch brauchen. So, das hat sich doch schon ziemlich gelohnt. Dann geht es mal weiter, und zwar hier lang. Und da kommt die zweite illusionäre Wand. Und da haben wir auch nochmal einen Schalter. Ah ja, der macht diese Tür auf. Wir speichern mal. Was ist das? Was geht hiermit auf oder zu? Ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen hier mal weiter. Ah ja, hier war die Tür dafür da. Was ist das da für ein Dings? Maßgearbeiteter Dings. Ich habe keine Ahnung, wie gut der ist. Ob der besser ist als unsere Waffen sind, die wir jetzt gerade hier haben. Ich habe keine Ahnung. So, lass uns erstmal die Leime hier erledigen. Und ich glaube, hier ist auch eine nächste illusionäre Wand in den Gang, in dem wir gerade stehen. Das bin ich mir noch nicht sicher. So. Speichern wir mal noch mal kurz, dann gehen wir hier runter. Gold, ach, das sieht mir nach einer Falle aus. Auf das sind wir allerdings nicht angewiesen, von daher lassen wir das jetzt einfach mal sein. Und gehen hier weiter. So, kurz auf die Karte geschaut. Ja, da können wir mal gerne... Oh, ist das wieder ein Steinharpier? Nee, oder? Das wäre aber nicht so gut. Dann sollten wir... Wir müssen hier auf jeden Fall nach Norden gehen. Und wenn das wirklich ein Steinharpier ist, dann sollten wir tatsächlich neu laden und versuchen vielleicht nach oben zu gehen. Weil hier in diesem Gang und in den unteren gibt es nämlich eh nichts mehr. Tatsächlich aus, als ob das nur so eine Steinharpie wäre. Wobei ich dachte, die gibt es nur ein einziges Mal. Yay, wir haben sie. Gleich gespeichert. Dann schauen wir mal hier. Da haben wir wieder ein maßgearbeitetes Schwert. Sonst nichts. Und hier unten haben wir eigentlich auch nichts. Dann geht es weiter nach Norden. Okay, jetzt werden unsere Leute ziemlich mal durchgeschüttelt. Oh, Energiefeld. Da, oh, falsches Ding. Ich wollte eigentlich hier machen. Da müssen wir wahrscheinlich Feld zerstören. Ja, klappt doch. Und den Headless, den wollen wir doch auch gleich erledigen. So, speichern und weiter geht's. Erledigen wir gleich das Vieh. Oh, warst du schon? Auch recht. So, dann durch diese Tür durch. Geh da nicht rein! Es wäre tödlich! Und wir brauchen den Zauberschlüssel nochmal und den können wir nicht machen, weil... wir keinen Mana mehr haben. Na gut. Und wie es aussieht, brauchen wir jetzt langsam den Ring. Speichern. Schlafsack rausholen. Wieder mal den falschen Schlafsack. So, den falschen Rucksack.
Dann schlafen wir mal 3 Stunden, hätte ich gesagt. Ah, 4 Stunden. Ziehen den Ring an und gehen da hoch. Was ich nicht weiß, ist, ob wir tatsächlich unsere ganzen Gefährten hier lassen müssen. Oder ob wir die einfach mitnehmen können. Es hieß eigentlich, dass wir sie hier lassen müssen. Andererseits, probieren wir es doch einfach mal aus. So, Zauberschlüssel. Dann hätte ich vorgeschlagen, die Dinger hier auszuziehen und den Ring anzuziehen. Haben wir ihn an? Ich glaube ja, oder? Das ist er doch, oder? Aetherring, genau. Wir haben ihn an. Perfekt. Und dann speichern wir mal ab, dass da nichts passiert. Und gehen hoch. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ah ja. Das ist er anscheinend. Den müssen wir wahrscheinlich benutzen, schätze ich mal. Schauen wir mal, was passiert. Ah. Ei. Ei, ei, ei. Ja, nicht so gut. Ich glaube, ja, ich habe was gelesen gehabt. Ich habe noch nicht gedacht, dass was nötig ist, dass da eine Falle ist, die wir... Ja. Andererseits... Andererseits, ich bin gerade am Überlegen. Ich habe gelesen gehabt, da ist so eine Falle, diese Blitzfalle. Und das hat man ja auch gesehen, die nimmt uns ziemlich mit. Die Frage ist, wird die durch diesen Ring neutralisiert? Das heißt, wenn wir die anderen hier lassen, passiert nichts mehr. Oder wenn wir sie neutralisieren, das scheint zu gehen, habe ich gelesen gehabt, dass es gehen soll, dass wir doch mit den allen anderen da reingehen können. Ich glaube, ich habe leider nicht diesen Zauber da, oder? Den habe ich damals mir nicht gekauft gehabt. Wisst ihr was? Das probieren wir mal einfach mal aus, die Leute hier zu lassen. Hier warten bitte. Hier warten bitte. Nein, auch noch hier warten. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Hier warten. Wo ist er denn? Hier ist noch einer. Verabschieden. Hier warten. Wo ist denn unser kleiner Spark? Da ist er. Hier warten bitte. So, und dann probieren wir es jetzt nochmal. Den Ring haben wir ja an. Genau. Vielleicht funktioniert es ja jetzt so. Ja, schaut mal. Ich nehme keinen Schaden. Hui, hui, hui. Aber ich schätze mal, ich muss dieses Wesen hier besiegen und wir sind allein. Ich könnte das Glasschwert mehr rausholen. Ich glaube, das machen wir. Wir haben jetzt wirklich ein Glasschwert dabei. So, erstmal den hier. Ja, ich dachte mir schon, dass der nicht passt. Und Glasschwert hat uns mal wieder gerettet. Kannst du das nicht irgendwie wieder nach da hinten halten? Oder war das eher ein Versehen? Krumpf. Ach, ja gut.
Können wir das hier ablegen, dann wieder das hier anlegen. Moment. Hey, jetzt tut das nicht mehr auf die Seite. Schade. Schade, schade. Dann müssen wir es wohl tatsächlich hier liegen lassen. Weil alles voll ist. Naja, gut, was soll's. Wir haben den eh nicht groß benutzt. So, was ist das hier? Eieiei. Hätten wir den mitnehmen müssen? Ich habe da irgendwas gelesen, dass wir was hätten mitnehmen müssen noch. Auf jeden Fall hat es ja geklappt ganz gut. Wenn ich muss ihn nochmal neu laden. Und es nochmal ausprobieren, beziehungsweise... Ja, das sehen wir dann. So. Du kannst wieder mitkommen. Hast du auch noch alles Zeug dabei? Yep. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir aber hier auch Schluss. Wegen dem Dings muss ich nochmal nachschauen, ob es da tatsächlich was, ob ich da jetzt einen Fehler gemacht habe oder auch nicht. Da schaue ich einfach nochmal. Und danach werden die ganzen Leute wieder mitkommen. Es war tatsächlich so, dass diese Falle nur dafür da war, also dass wir immun waren, weil wir den Ring getragen haben. Und die anderen haben halt was abgekriegt. Deswegen war das wohl der einzigste Weg. Mit dem Glasschwert war der Kampf aber zum Glück nicht allzu schwer. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.